Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part vom Pangobas-Projekt. Ja, mit meinen Kolonies. Wir sind am ersten Gebäude bauen, die Bauhütte. Hier haben wir noch das Rathaus. Dort ist, glaube ich, die Mine. Und hier ist irgendwo das Holzfällerlager. Und ja, das erste, ja, nicht ganz Gebäude, sondern ja, ein Zelt ist dort. Das ist sozusagen die Lagerhütte, also die. Das erste Gebäude, das Feldlager, glaube ich, heißt. So, jo, wir haben eben vor, mit Livestreamen zusammen und mit Let's Playern einen Server zu machen. Möchte natürlich gerne auch alle einladen, die nicht Livestreamen oder Let's Playen können. Aber das ist immer so eine Sache, oder man hat in Minecraft eigentlich entweder zu wenig oder zu viel Freiheit. Das ist alles nicht so gut geht, wenn halt einfach manche Leute vor allem Rollenspielen und Livestreamen und nicht alle Fans dann in der Nähe haben wollen und alles. Da müssen wir das mal schauen. Also es kann sein, dass ich einfach zwei Server machen muss und ich immer wieder die Welt update. Also eine Welt davon update und auf das Level bringe, was momentan einfach gelivestreamt wird. Dass ihr dann einfach eine Kopie habt, wo ihr ein bisschen herumspielen könnt, nebenbei auch bauen könnt, neben eurem Lieblings-Livestreamer. Ihm stört's nicht, aber andere Zuschauer von ihm oder so wird dann das auch sehen, oder? Was ihr dann noch denkt, ihr könnt den Livestreamern ja auch etwas bauen und sie bauen das nach oder so. Und so Sachen. Oder dass es nicht so gestört wird. Aber das kostet auch wieder viel mehr. Ich habe nicht so einen guten Monatslohn, dass ich wirklich mehrere Hosts bezahlen kann und so weiter. Und ich brauche halt wirklich Leute. Ich kann nicht alles managen. Also so einen Server zu managen, immer wieder Logdateien zu schauen, auch immer wieder etwas zu verbessern und alles, ist ein bisschen schwer. Da drüben haben wir noch ein bisschen Map scheinbar. Also das ist jetzt auch zu erkennen, dass da rot eine Linie ist auf der Map. Und dort ist irgendwie ein bisschen mehr. Ist das die richtige Richtung? Ist er jetzt gerade? Aha, in diese Richtung. Ah, nach Norden ist ein bisschen mehr. Keine Ahnung. Und da unten im Südwesten fehlt ein bisschen. Ich weiß jetzt gerade nicht, dass er baut, aber wahrscheinlich unterirdisch. Was willst du eigentlich? Oh, du hast Setzlinge geholt. Dankeschön. Ja, die spawnen sonst. Ich nehme die dir mal weg, gell? Du brauchst das nicht. Aber dankeschön für die Hilfe. Er baut weiter. Du kannst ja auch mal... Ja, die Sachen lasse ich ihm. Du kannst einen Apfel und ein Ei haben. So. Also essen müssen sie. Ein Apfel ist gut. Aber ja. Ist natürlich zu wenig. Also. What is it? Das ist die beliebt. Also wie sie es mag, das Leben. Hier in der Siedlung. Wo ist er hin jetzt? Ist er da zurück? Brauchst du irgendwas? Tust du dich verpflegen? Und dann haben wir noch ein NPC. Nimmst du eigentlich aus deinem Inventar auch noch etwas raus? Sonst kannst du schon noch ein paar Sachen haben. Ich glaube, der Birkenstamm tun wir auch mal. So, also zuerst dann mal wieder ein bisschen cleanen das Inventar. Dann gleich nochmal ein bisschen Holz fällen. Wir brauchen bald wieder Holz. Und währenddessen einfach kurz warten. Bis er fertig ist. Also wichtig ist in so einem Livestream-Projekt, also es gibt ja eben
Zum Beispiel CraftDeck, nur als Beispiel. Also das ist eigentlich das Projekt, das jeder kennt, das jeder auch ein bisschen vielleicht versucht zu kopieren oder es sogar besser zu machen oder ja, schlechter zu machen natürlich. Und ich möchte eigentlich ein bisschen alles ein bisschen mehr auf Zusammenhalt machen. Dass zum Beispiel eben Völker zusammenhalten, Händler, irgendwelche PvP-Spieler, also so eine Art Militär und so weiter. Und ja, deshalb können wir da auch sehr viel machen, dass wir gut reden können mit denen, also mit uns zusammen, also ein guter Discord-Server, mit gesperrten Bereichen für die, die dann wirklich dort drin sind, dass die Zugang haben, die anderen nicht, dass sie auch ein bisschen privater sein können. Und ja, dann brauche ich natürlich auch Anführer und Leute, die gut bauen können. Genau. Mal schauen, wie die Leistungen dann bauen können. Auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen etwas geplant. Er kennt mich vielleicht ein bisschen aus meinen Videos und denkt wahrscheinlich, in welche Richtung ich am liebsten baue. Also, ich bin schon allgemein. Das heißt nicht, ich würde jetzt nur ein Setting bauen oder so. Aber ich möchte ja eigentlich eine Richtung festlegen. Und ich habe jetzt erst kürzlich so ein bisschen angefangen, kreativ zu bauen. Jetzt bin ich momentan einfach nicht gerade gut genug gesund zum weiter kreativ bauen. Oder das braucht auch ein bisschen viel Gedankenkraft, viele Überlegen und so. Dass ich da einfach das ein bisschen in diesem Projekt mache, im Survival, anstelle von kreativ. Dass ich weniger Auswahl habe, mehr auch Motivation habe, weil ich das zuvor gefarmt habe, farmen musste und so. Und ich weniger schnell baue und deshalb mehr überlegen kann und so weiter. So, das ist immer schön gut, das Dance Wood. Das können wir aber wahrscheinlich als Holz einfach so geben, Holzstämmen. Hat irgendwelche Probleme? Keine Ahnung. Was ist denn dein Problem? Ich gebe dir noch ein paar Holzbretter. What can I do for you? Er will gerade nicht weiter bauen. Und ist das Haus jetzt gerade in Unterbruch beim Bauen? Nee. Er bittet sofortiges. Wird gesammelt. Sammelprio. Ah, oh, 2 von 7. Ah, oh, schön, dass das ein bisschen erklärt wird. Ah, okay. Also wir brauchen sogar verzerrte Werkzeuge auf Level 5. Hundert Blöcken, das müssen wir irgendwie ein bisschen merken. Das ist ja nicht die rote Linie, oder? Ist das die rote Linie? Dann kann die Stadt noch größer werden, okay. Das ist ja abzusehen, oder? Also ich kenne es einfach so. Meistens Screenshots oder einfach irgendwelche Vorstellungsvideos. Aber ich kenne nicht viel. Also ich kenne den Mod einfach noch zu wenig. Ich kann mir nur vorstellen, wie das geil aussehen wird. Also es ist schon sehr detailliert. Das kann man gut sagen. Und deshalb ist es auch so aufwendig, da alles zu haben. Ich will mal hier schauen, dass die Sprouts wachsen können. Diese, wie sagt man denn? Mischsachen.
Mischpflanzen. Da kommen ganz viele Sachen rein, die eigentlich nicht realistisch sind. So. Ja, aber die meisten habe ich ja schon. Das ist nicht so nötig, aber jetzt ist ein kleines Hobby. So ein bisschen Abwechslung haben im Part. Kann ich das schon machen. So, also ich glaube, ich tue so langsam mal wieder entschlagene. Das ist jetzt gerade sehr heftig. Viel. So. Dann haben wir hier genau noch Sticks gehabt. Da ist schon einer gewachsen. Cool. Okay, es ist Nacht. Jo, es regnet. Setzlinge, Sticks und Äpfel. Also schlafen. Gut. Wie machen denn das andere Videomacher oder Livestreamer, wenn sie den Mod spielen? Haben die das sehr viel vorbereitet und machen dann alles sofort? If you say so. Du kannst eigentlich mir die Sachen geben, hä? Du kannst ja für die Äpfel haben. Fine afternoon. Du machst jetzt wieder nicht weiter. Was brauche ich denn, Geld? What can I do for you? Also sammle ein bisschen, bitte. So ja, genau, zum Beispiel so. Den kannst du natürlich auch haben. Wenn jetzt irgendwas gedroppt wird, sag ich gerade nichts in der Nähe, ob die das auch sichtlich einsammelt oder ob es einfach beim Despawn oder so dann gesammelt wird. Ja, langsam brauche ich halt wieder eine Axt. Aber geht das langsam so mit dem Haus? Oder brauche ich irgendwas? Ich weiß jetzt gerade nicht, was das Spiel mir sagen muss. Da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Also hier vor allem, damit wir einfach die Setzlinge bekommen. Weg mit den Bäumen. Jetzt sehe ich die Spawn. Und jetzt sind wir einfach mal ein bisschen weniger am Pflanzen. Ja, der hätte eigentlich stehen bleiben können. Der Setzling. Habe ihn aber wieder erwischt. Also so. Machen wir hier auch noch ein Setzler. Ja, die Büsche können weg. Immer schön ein bisschen aufräumen. Nicht alles so chaotisch lassen. Und ich weiß nicht, wie die NPCs mit anderen Objekten in der Nähe so agieren, oder? Was sie nicht vom Spiel selber ist, oder? Ob wir irgendwelche Dekorationsstraßen und alles machen können. Ob wir Gebäude auch ein bisschen umbauen könnten und sie merken trotzdem noch, ja, das ist dieses Gebäude und so. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen kann. Würde ich gerne machen, dann immer schöner dekorieren. Auffüllblock Stein. Also es fehlt halt wirklich an dem Cleanstone. Ich müsste eigentlich Cobblestone nehmen. Ja, du bist Cobble. Bruch. Nein, ich befallene. So. Sollte eigentlich jetzt gehen, weil wir das im Inventar haben.
Also ein bisschen mehr Stein brauche ich damit noch. Und Erde auch. Also es, hey, jetzt ist es weniger Bruchstein. Ja. Aha, ich muss da unten nochmals klicken. Verstehe, deshalb. Macht er nicht weiter. Das hat man gar nicht so gut gesehen. Das wäre mir jetzt nicht so schnell aufgefallen, dass da unten noch das nötig ist. Okay, mach du. So, der Bauarbeiter sagt schön, was er macht. Wieso benutzt du jetzt die Schere? Was für Blätter? Hm. So geht's schnell. So, ich entschlage dich mal wieder. In der Mitte. Eichenlaub, ja. Soll ich dir mal mehr vom Eichenstamm geben? Okay. Also jetzt hat er die Sachen hier im Inventar, jetzt geht es auch wieder vorwärts. Also er benutzt die aus dem Inventar und in der Bauhütte hat er einfach den Rest. Oder wenn er es braucht, nimmt er es aus der Bauhütte raus, das sieht er. Okay, also er macht jetzt einfach mal eine Wand, einen Boden. Ich sage mal ein Fundament, ja. Und wenn er damit fertig ist, macht er wahrscheinlich drauf dann die ersten Mauern und ja, und sonst noch irgendwas. So. Ich glaube, ich sollte langsam noch andere Setzlinge holen und so weiter. Ne, ich mache es wirklich dann, wenn ich sehe, ja, es wird benutzt. So vorbereiten, ja, könnte ich schon. Aber bei den Bäumen ist das immer so schwierig, oder, dass man viel Platz wegnimmt und dann gibt es zu wenig Setzlinge und so Sachen. Kann man irgendwie Setzlinge sonst vervielfältigen? Geht da irgendwie, ah, da gibt es alle Fruchtbäume einfach mal. Aber kann man irgendwie, ja, einfach beeinflussen, wie droppt. Das ist ein bisschen viel zu wenig von bei den Schwarzeichenbäumen. Ja, dann müssen wir sonst auf Reisen gehen und jeden Schwarzeichenbaum halt roden. Oder in ganz großen Mengen immer schön anbauen irgendwo. Also wenn ich eine große Ebene finde, wo ich jetzt nicht als Stadtbau oder so benutze werde, dann kann ich eigentlich dort eine Baumfarm machen. Oder irgendwo auf dem Ozean so eine mega Plattform machen und dann haben wir dort genügend Platz. Da unten. Bis das alles abgebaut ist. Oh. Also ich denke, genug Holz für einige Zeit haben wir. Ich muss jetzt eigentlich nicht mehr weiter Holz fällen. So, also ist hier. Das ist ein Weg, Trampelpfad. Als Eingang, was ist der Eingang hier? In die Richtung. Ist eigentlich vieles in die Richtung. Also ich sollte... Ja, man kann die sicher auch umplatzieren, die Gebäude. Dann einfach, sobald wir wirklich fertig sind, auf dem höchsten Level sind und so, können wir mal einzelne Gebäude mal umplatzieren, ein zweites Mal bauen oder so. Und dann das alte dann wieder abreißen. So Sachen machen. Damit die Stadt dann auch richtig angeordnet ist. Boah, die Zeit geht so schnell durch, wenn man einfach ja, eine Mission hat, oder? In diesem Mod. Hat auch ein bisschen weniger
selber machen muss, aber fahren muss oder so. Also wenn man einfach irgendwie ja eine Action hat, etwas erkundet oder so. Ist ein bisschen komisch, eigentlich hat man ja sonst eigentlich mehr oder schneller die Zeit durch, wenn man Spaß hat. Ja, weil es einfach sehr zeitaufwendig ist, deshalb geht die Zeit so schnell durch. Ich mag so große Bäume nicht. Wo große Bäume schon vom World Generator sind, zeige ich immer Stollen unten drunter. Oder andere spezielle Bauwerke. Und das kennt ihr wahrscheinlich fast jeder, der sich ein bisschen orientiert an Minecraft. Dass unter einem Azaleebaum auch immer so ein Lush Cave ist mit Azalee. Was gibt es noch für Sachen? Unter den Schneebergen gibt es ja immer diese End-Cities, oder fast immer. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Oder es gibt es nur dort unten drunter, unter den Bergen. Ja, das ist wahrscheinlich noch sehr bekannter. Vielleicht gibt es irgendwas mit Tropfsteinhöhlen. In den Tropfsteingebieten, wo die drunter sind, unter Schluchten vielleicht, oder sie sind ja meistens an Bergen, aber ja, nur teilweise aus einer Richtung oder so. See you tomorrow. Schön. Ist schon müde. Der Drago schläft auf dem Bahn. Ich muss mehr im Peaceful Modus spielen. Es ist einfach so richtig gechillt. Ich muss nicht so aufpassen auf Monster. Also einfach für diesen Mod während dem Bauen Peaceful. Wenn wir vielleicht ein Dorf auch manchmal ausbauen. Dass die NPCs nicht von Zombies ja, umgewandelt werden, weil ich das wieder umwandeln auch ein bisschen nervig und komplex finde. Ein bisschen doof mit der KI. Ja, möchte ich das eigentlich verhindern. Oder? Wir sollten dann Survival, also ja, kämpfen halt, wenn wir es wirklich wollen. Ja, cool, klar, der Anspruch geht ein bisschen runter, aber man will ja manchmal einfach keinen Anspruch haben. Das Spiel ist nicht immer so ausgelegt auf keinen Anspruch. Sonst ist es einfach ein Generve. Ja, wenn man sowieso im Singleplayer spielt und so viele schwierige Mods hat, kann man das auch manchmal gut machen, oder? Das ist, ja, außer ihr wollt das wirklich nicht. Oh, die will ich eigentlich holen. Ja, und wie mache ich das jetzt? Wie bekomme ich es mal? Ah, ich habe ja irgendwo im Rucksack. Genau. Also gib mir mal Mangrovensetzling. Die brauche ich nicht. Wassergras ist völlig blöd. Man setzt es ins Wasser, aber es wächst nichts. Moosblock habe ich, Banner. Ein Diamantbanner 23. Ja, gut. Also kann ich dich irgendwo anpflanzen? Bitte. Irgendwo ein See. So ein Teich her. Nee, aber ich möchte in der Nähe bleiben. Vielleicht reicht es doch. Von der Reichweite. Nee, ich mache das in aller Ruhe dann zwischen dem und dem nächsten Part. Einfach ein bisschen Mangrovenbäume anpflanzen. Ich tue das mal. Soll ich es im See machen? Nein, ich mache es mal irgendwo weiter weg vom Haus. Also von unserem Haus. Nicht hier. Na, was bist du jetzt noch am Bauen? Oh, du hast fast nichts mehr.
der noch frei? So, ich tue den Zauber auch mal hier rein, ganz am Anfang. Na, Kompost brauche ich nicht, aber Knochenmehl brauche ich ein bisschen. Ich tue das Feuerzeug mal hier rein. Das sind die grünen Kerzen aus diesem einen Turm, dann dem blauen Turm. Ah, jetzt kommt das Dach. Schön. Ach, bist du talentiert. Wäre ich doch auch so automatisch. Das Leben wäre so easy. Alles schön automatisch, ohne viele Gedanken. Aha, ein Ölbad. Ja, es ist auch sehr bequem. Vor allem die Lamas genießen es. Schön Ölbad. So. Jetzt schaue ich mal wegen einem Bild. Ich habe ein neues Screenshot-Tool. So, ich bin jetzt gerade einfach am Ausmessen, wie groß der Screenshot sein muss. So. Und dann muss ich unten rechts auf... ich kopiere, speichern, genau. Speichern, eigentlich bei Lightshot. Ich muss, also Lightshot heißt das Programm. Dieser PC. Oh. Ich habe die Verlinkung nicht, also die direkte. Benutze meinen Namen. Wo habe ich dies? Ah, Bilder, hä? Ja, mache ich es einfach bei Bilder rein. Aber nicht PNG, sondern JPEG. Das reicht. So. Und jetzt habe ich. Ah. Dachte schon, wieso war es dunkel bei mir im Programm? Bei Ubi ist, sondern einfach wegen ja, Pause ums Spiel. Gut, also dann haben wir ja hier einfach der Rest noch drin. Also das wird er wahrscheinlich immer nutzen können. Er muss einfach noch die Sachen, die Möbel platzieren. Ja, bist du fertig? Noch nicht ganz. Also Regal hat er platziert. Oh, schön, das ist Regal sozusagen. Er macht Gegenstände rein. Gut. Und ja, hier oben ist aber ein bisschen. Weiß nicht, was er jetzt genau macht. Aber eine schöne Baute, wirklich toll. Für den Anfang. Ich kann natürlich noch besser bauen. Also, ich hoffe, dass es so langsam auch bei mir... Ah, jetzt macht er fertig. Hat wahrscheinlich einfach umplatziert. Dass es langsam auch wirklich mal ein bisschen jo, sorgen kann. Ja, der Drago, der hat mal gelernt, so zu bauen, dass es wirklich schön aussieht. Also, viel Lob bekomme ich natürlich nicht. Wieso auch? Weißt du, in den Let's Play und so. Die werden fast nie gelobt. Nein, Scherz. Also, es, ja, es ist einfach viel weniger bei kleineren Livestreamen und Let's Play. Das ist einfach, es ist fast nicht da dann. Also es ist irgendwie, jo, ich meine, was die Großen eigentlich so an diese Anerkennung bekommen, ist bei den Kleinen einfach nicht ganz da, oder? Es ist vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr, aber ja, es könnte bei denen auch viel besser sein. Also, na hallo, hast du schon von der Werkstoffkiste gehört? Das ist ein mächtiges Werkzeug, mit dem man effiziente Ressourcen erfahren kann. Ich brauche dringend eine, aber ich habe keine Zeit, sich selbst zu beschaffen. Wärst du bereit, mir eine zu bringen? Eine Werkstoffkiste, okay. Eine Werkstoffkiste. Dann machen wir das noch kurz. Ja, und wo ist sie? Eine Werkstoffkiste.
Seine nette Miene. Ein Holztor, gut sein. Boah, da kann noch so viel passieren. Kann noch so viel machen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie oder was es ist. Das müssen wir herausfinden. Ich glaube, hier sind nur die Blumenladen. Also ab hier könnte irgendwas sein. Da war ich aber schon. Ist es einfach eine falsche Übersetzung? Kann schon sein. Ah, du musst eine Werkstoffliste. Leder, Stock, Bildtool. Bildtool habe ich. Mache nur das Leder holen. So, ich habe das irgendwie falsch gelesen. Ich dachte, das wäre so ein L. Ein K, sondern ein L. Also keine Kiste. Sonst hat man eine Werkstoffkiste eigentlich. Aber eine Liste hat man manchmal. Ja, einfach in Real Life nicht so. Ja, du hast Leder genau hier drüben. So. Also eine Werkstoffliste. Zwei Leder unten drunter. Und wieder zurück. Und ja, die Richtung. Oh, nein. Also bist du noch hier? I'll take care of it. So, wunderbar. Und was brauchst du als nächstes? Ah, vielen Dank, dass du mir die Werkstoffliste gebraucht hast. Du musst nur mit gedrückter Shift-Taste und rechter Maustaste auf den Hüttenblock klicken, um sie zu aktivieren. Sie wird dir helfen, schnell und effizient Ressourcen zu sammeln. Ich hoffe, du findest die genauso nützlich wie ich. Auf den Hüttenblock klicken. Okay. Der da? Hey. Geht denn? Ich habe einfach keine. Mache ich noch mal eine? So. Nee. Okay. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. So, Ofen, ja. Bretter, Werkbank. Ein leises Bett kann ich wieder nicht craften. Wolle, genau. So. Und der andere Gobles. Schlafe ich gleich mal hier in der Bauruine. So. Und genau, das muss ich eigentlich in die Bauhütte wieder reintun. Hoffentlich findet es hier. Also, ja. Stamm. Okay. Jo, also Bedcraft. Ein Bett im Kornfeld. Ja, das mache ich hier rein. Also du hoffentlich nimmst es auch hier rein. Ich gebe ihm das. Steht hier. Vielen Dank für den Tipp. Ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren.
Ja, das ist einfach eine Wiederholung. So, ein Bett. Was war es noch nicht? Ein Ofen, eine Werkbank. Backen auch wieder. Da kann ich ja mal ein paar mehr geben schon. Einen Ofen kann ich gar nicht craften. Einen Ofen. Mach auch mal zwei. Die nächste Hütte danach wieder. Eine Werkbank. Machen wir auch mal drei Stück ab. So. Good day to you. Jo. Dann muss ich das alles auch noch aktivieren, hä? Also vor allem Erde viel, Bruchstein viel, den Part langsam auch beenden. Ja, das ist Andesit, Kies, Stein, die Sachen raus. Also dann fehlt es an mehr Erde. Hä? Habe ich noch irgendwo Erde? Also hier mal. Ja, dann hole ich nochmals mehr Erde. Habe ich ja sehr viel Spaß daran. Noch hier kurz reinschauen. Hast doch genügend Erde. Was brauchst du denn alles noch? Wahrscheinlich noch mehr Zäune und so. Gut, im nächsten Part sehen wir dann, wie das Rathaus vielleicht gebaut wird. Jo, dankeschön fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gibt vielleicht ein paar Tipps und so. Ich kann das natürlich immer gerne beherzigen, besser machen oder ja, umso cooler für euch, dass es noch mehr Spaß macht für euch. Lohnt sich auf jeden Fall. Oh, wie geil da diese Treppen oben einfach noch raus sind. Ach, schön. Gut, tschüss. Bis nächstes Mal. Oder? Ja, auch nicht. Tschüss.